Hallo, willkommen bei Behindert Barrierefrei.de. Wir sind in Malsch bei Sunrise Medical. Erstmal hallo Annabelle. Hallo Olli. Annabelle, wir haben ja schon viel berichtet bei Sunrise Medical. Aktivrollstühle, elektrische Rollstühle, Sportbikes, Rennbikes, alle möglichen Hilfsmittel. Und heute komme ich und sehe hier einen neuen Rollator aus eurem Haus Sunrise Medical. Ist der von euch? Genau, der ist von uns. Wir haben seit 2016 unser Produktportfolio noch um Rollatoren erweitert, um High-End-Rollatoren. Und hier seht ihr unser neues Modell, den Gemino 30 Komfort. Okay, Gemino haben wir schon mal gehört, aber das ist jetzt der ganz, ganz neue. Jetzt, er sieht wirklich schick aus, das muss ich sagen, aber er hat ja bestimmt einige Raffinesse, wo du uns heute erzählen kannst, was denn unterscheidet von anderen Rollatoren. Ich habe schon viel über Rollatoren berichtet, auch über elektrische Rollatoren. Der hat mich jetzt gleich mal optisch richtig angesprochen, aber erklär uns mal ein bisschen, was an dem anders ist wie an herkömmlichen Rollatoren. Ihr seht hier eine Kombination aus unserem Gemino 60, unserem Outdoor-Rollator, und unserem Gemino 30, unserem Leichtgewicht-Rollator. Wir haben diese Kombination gemacht, um eben auch etwas einen Rollator anbieten zu können, der sowohl für Indoor als auch für Outdoor zu nutzen ist. Du sagst Outdoor. Was mir gleich aufgefallen ist, zum Beispiel die großen Räder. Genau. Wir haben hier Soft Wheels bei unserem Modell. Die kennt ihr vielleicht schon von unserem Gemino 60, unserem Outdoor-Rollator. Aber diese hier sind jetzt vier gleich große Soft Wheels, auch etwas kleiner. Okay. Dann Verstellmöglichkeiten sehe ich hier, höhenverstellbar, links und rechts getrennt, die Handgriffe. Genau. Wir können unsere Handgriffe höhenverstellbar einstellen mit einem leichten Hebel, sehr leicht. Also wir brauchen kein Werkzeug für unsere Einstellung. Wir haben auch einen Memory Stick innen drinnen, wo wir nur einmal die Höhe quasi einstellen, passend auf den Nutzer. Und man kann immer einfach zurück zu seiner perfekten Höhe kommen. Okay. Dann Sicherheit spielt immer eine große Rolle. Ich sehe hier toll, hier hat man Reflektoren, Katzenaugen dran gemacht. Hat Sicherheit da eine große Rolle gespielt bei euch bei der Entwicklung? Ja, genau. Sicherheit ist uns bei allen unseren Produkten sehr wichtig. Deshalb haben wir schon gleich von Anfang an 6 Reflektoren integriert in unseren Rollator. 2 jeweils vorne, 2 hinten und 2 an der Seite, sodass man von allen Seiten wirklich gut gesehen wird. Okay, gerade in der Dämmerung ist das ja auch wichtig. Ne, sehr, sehr wichtig, es wird früh dunkel. Dann eine Tasche habe ich gesehen, eine sehr praktische Tasche, das muss ich uns nämlich auch gerade mal zeigen. Also eine Tasche, das ist okay, aber die kann was Besonderes. Genau, unsere Taschen oder alles unser Zubehör ist sehr leicht zu bedienen. Also man braucht kein Werkzeug für das Zubehör. Man kann einfach, wir haben ein Klicksystem hier, man kann die Tasche einfach mit einer einfachen Einhandbedienung abziehen. Wow. Und auch wieder leicht integrieren. Wow. Also perfekt geeignet für alltägliche Einkäufe oder auch zum Beispiel, um die Handtasche sicher zu transportieren und zu verwahren. Okay, dann Bremsen, links und rechts getrennt, denke ich. Genau. Unsere Bremsen stellt man sehr leicht fest. Okay. Und auch sehr gut, wenn man einfach mal eine kleine Rast einlegen möchte, kann man sich somit auch sicher auf den Rollator setzen. Und der Rollator rollt nicht weg, er ist sichergestellt. Dann Thema hier vorne, was sehe ich hier? So ein Bauchgurt oder was hat es hier für eine Bewandtnis? Das für was ist der? Komfort-Rückengurt bedeutet, wenn man sich auf den Rollator sitzt, sitzt man sicher und gemütlich auf dem Rollator. Ah, okay. Welche Zuladung habe ich da, wenn ich drauf sitze? Unser Rollator ist bis zu 150 Kilogramm belastbar und gerade auch, um nochmal zum Rückengurt zu kommen, er ist individuell einstellbar, also man benötigt nur eine Größe. Okay, und das sehe ich auch hier toll. Toll, was mir gefällt hier mit einem Verschluss, wie jetzt bei einem Skistiefel, Schnellverschluss, muss nicht irgendwie blöd mit Bändern hier rumarbeiten. 150 Kilo Zugewicht, Tragkraft, Willi, hast du gehört? Da könntest du sogar drauf hocken. Könnte Willi sogar drauf sitzen, ist auch nicht schlecht. Nee, wirklich tolles Produkt, das sieht richtig schick aus. Wie sieht denn das aus? Hat er eine Hilfsmittelnummer? Ja, der hat auch eine Hilfsmittelnummer. Aber viele Leute, jetzt muss ich auch dazu sagen, Rollatoren, ja, es gibt ja mittlerweile Tausende auf dem Markt. Billige Produkte, ich habe viel Schrott gesehen. Und hier denke ich mal, ein Produkt, wenn man jemand was Gutes tun will, kauft nicht wirklich mein Rad, kauft nicht was für 50 oder 100 Euro. Hier, was würde der kosten? Weil es Hilfsmittel nochmal, ich denke, viele Leute sagen, den kaufe ich mir selber. Unser Gemino 30 Komfort, der fängt ab 300 Euro an.
300 Euro, ich denke, das ist ein fairer Preis hier. Was kann man dann an Zubehör noch dazu kaufen? Unseren Rückengurt, den kann man dazu kaufen, eben Komfortgurt oder aber auch unseren Standardgurt. Aber wie gesagt, auch eine Tasche, die verschließbar ist, haben wir auch im Angebot. Oder vor allem unsere Schleppbremse. Gerade wenn man noch ein bisschen zusätzliche Sicherheit braucht, kann man die eben dazu bestellen. Okay. Also, tolles Produkt hier aus dem Hause Sunrise Medical. Ich denke, viel mehr brauchen wir gar nicht hier drüber reden. Wir gucken das mal hier, wir werden ein bisschen testen, auch mal im Gelände, mal draußen ein bisschen probieren, weil für mich ist auch ganz wichtig, die Sicherheit fällt ja gleich um, kann ich mir mal wirklich drauflehnen. Da werden wir probieren, draußen mal ein paar Aufnahmen zu machen. Aber wirklich tolles Produkt, da muss ich sagen, Respekt hier an Sunrise Medical. Bis bald, euer Olli und Willi und Annabelle. Ciao, tschüss.